So, willkommen zurück, liebe Factorio-Freunde auf YouTube. Ich war wieder ein bisschen fleißig, habe wieder so Dinge getan, die jetzt, da kann man zugucken, muss man aber nicht. Wir kümmern uns nämlich jetzt um den Ausbau der Raumplattform und wir machen noch gemeinsam die Panzermunition. Und ich schaue mir gerade meine Kisten hier an. Moment, das hier, ich werde hier kurz auch eine rote Kiste draus machen. Aber das ist ja noch eine normale Kiste. Und was liegt hier alles drin? Hier liegt ein Auto drin. Warum auch immer liegt hier ein Auto drin. Also in manchen Kisten sind Dinge drin, die muss man jetzt nicht unbedingt verstehen. Naja, sei es drum. Was habe ich gemacht? Ich zeige es euch auf der Karte. Ich habe einen Verteidigungsperimeter gezogen. Und zwar um die komplette Basis, außer diesen Außenposten hier. Hier ist auch noch ein bisschen Schuss drin. Wir haben noch 116 plus das komplette Band. Hier ist aktuell auch noch nichts mit angegriffen, weil die hier werden noch nicht kontaminiert und greifen hier nicht an. Aber ansonsten, ich habe angefangen, hier nochmal vier Fabriken zu bauen, die sich einzig und allein um die Munition kümmern. Und die Munition wird hier gesplittet, läuft nach unten und nach oben. Und dann habe ich eben angefangen, hier einen Verteidigungsperimeter per Blaupause hochzuziehen. Alles auch in der Logistik drin. Läuft hier rüber, läuft dann hier am See entlang. Hier geht es dann weiter. Dann nutze ich natürlich hier die natürlichen Barrieren genauso wie hier und hier. Also das ist alles ein Band, das läuft dann hier rüber, hier ist geht es weiter, dann laufen wir hier am See entlang, bis wir hier oben, hier habe ich gecuttet, weil sonst wäre ich hier irgendwie so blöd auf die Kante, das wäre dann bis hier nach oben gelaufen, deswegen habe ich hier eine Kurve gemacht. Auch hier läuft überall die Verteidigung wieder bis runter, nutze ich wieder das Wasser als natürliche Sperre, auch hier läuft dann das Band relativ weit nach unten und nach drüben. Und hier ist dann die ehemalige Außenposten. Hier sind wir jetzt gerade live dabei bei einem Angriff, der eigentlich relativ gut abgewehrt wird, wie ihr seht. Hier läuft überall noch die Munition, die läuft dann auch hier weiter. Ich habe das hier um die Ölnot rumgezogen, bin dann einmal komplett hier nach unten gefahren, bis es hier endet. Und hier staut sich dann so langsam mal die Munition an. Hier bis hier auf der zweiten Seite und wo staut sie sich auf der ersten Seite? Ja, es staut sich immerhin schon bis hier, wie man sieht. Ansonsten, also das hier muss es alles noch ablaufen und auf der anderen Seite selbes Muster. Wir haben hier mittlerweile mittendrin ein Nest, das auch regelmäßig angreift. Also hier liegen ein paar Leichen rum. Dadurch, dass ich alles in der Logistik drin habe, werden die Sachen natürlich immer sofort repariert. Ich bin noch am Überlegen, ob ich. Also A, ich könnte jederzeit hier noch Türme dazwischen machen. Ich habe immer zwei Plätze freigelassen. Oder eventuell auch Öl, weil ich habe nämlich das Ölfeld hier oben mit eingeschlossen. Also wenn ich das Ölfeld anzapfe, dann könnte ich theoretisch Flammentürme bauen. Also auf jeden Fall geht auch der Perimeter hier runter, hier rüber. Das ist das Einzige, was ich nicht per Blaupause richtig gesetzt habe, weil ich das schon vorher stehen hatte. Da habe ich ein bisschen gepfuscht. Aber ansonsten läuft auch hier das Band runter. Hier staut sich es auch noch nicht, weil selbst dieses Band, hier fährt der Zug durch. Ich wollte es eigentlich, ich werde diese beiden Zuganschlüsse dann versuchen, dass ich die irgendwie so baue, dass ich mit einem Tor durchfahren kann. Das geht hier nicht, weil es hier schräg ist. Könnte ich natürlich umbauen, habe ich mir aber gelassen. Aber ich komme dann hier an diesen ganzen Feldern vorbei. Die habe ich alle drin. Steinfeld habe ich drin, bis hier runter. Und hier beginnt jetzt auch. Ja, hier beginnt es die Munition auch aufzustauen. Also, aber bis die Munition mal richtig aufgestaut ist, um die komplette Base, das dauert so. Jetzt haben wir hier gerade wieder einen Angriff erlebt. Oha. Hier ist tatsächlich schon einer zerstört. Ich meine, der wird sehr schnell ersetzt, aber das ist natürlich krass. Das bedeutet, ich muss hier dann doch mal relativ schnell intervenieren und das Nest wegnehmen. Wenn die hier schon schaffen, die Türme zu zerstören. Auch wenn der natürlich sehr schnell wieder befüllt wird, weil Munition kommt der vorbei. Genau, das habe ich gemacht. Ansonsten habe ich jetzt nicht so viel gemacht, außer hier oben habe ich mir die MK3-Fabriken gebaut. Hier unten hat es einfach nicht mehr hingepasst in meinen normalen Supermarkt hier unten. Hier mache ich ja hier die zwei. Das hat einmal. Ich habe
die meisten Ressourcen da unten nicht gehabt, weil ich habe zwar Stahl und Eisen gehabt, aber die roten, die hätte ich nicht bis nach unten bekommen, weil wir haben ja diese Anbieterkisten immer noch nicht zur Verfügung. Deswegen konnte ich das jetzt leider nicht machen. Deswegen habe ich eine eigene Linie aufgemacht, hier mal kurz ein paar Zahnräder produziert, dann eine Fabrik für Einser, Fabrik für Zweier und dann die Fabrik für Dreier, hier hinten die Tempomodule. Die stauen sich jetzt mittlerweile auch auf, weil hier jetzt voll ist. Ich denke, mehr wie 50 Fabriken brauche ich für den ersten Moment auch nicht. Ich habe jetzt hier auch die ersten Dreier platziert, aber ansonsten nicht. Ich hatte auch überlegt, ob ich noch Dreierbänder und alles mache, aber das habe ich momentan jetzt dann doch noch nicht. Also die blauen Bänder, ich habe nur diesen improvisierte Fabrik hier. Da brauchen wir ja Schmiermittel und alles dazu. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Was ich allerdings jetzt noch machen möchte, bevor wir uns um die Plattform kümmern, ist die panzerbrechende Munition. Nicht die panzerbrechende Munition, sondern die Panzermunition. Da kümmern wir uns jetzt drum, damit ich eben mit meinem Panzer mal geschwind rumfahren kann und ein bisschen aufräumen kann. Dafür brauchen wir. Wir haben hier was Neues freigeschalten. Komponenten Eis. Okay, das kriege ich nur im Weltall. Eisenplatten und Kohlenstoff, das kriege ich auch nur im Weltall. Okay, weil die brauche ich natürlich, um weiterzukommen. Sonst sind wir nämlich jetzt bald am Limit. Ich habe ein bisschen was geforscht, allerdings nur die unwesentlichen Dinge. Allerdings können wir jetzt weitermachen. Wir können uns jetzt den Zerstörer bauen. Dann gehen wir die Laserrate, können wir noch erforschen, genauso wie die Sprengstoffe. Das können wir alles noch erhöhen. Laserschaden können wir erhöhen, aber dann sind wir am Ende, weil dann brauchen wir nämlich die Weltraumforschung. Für die besseren Module und das hier, das Logistiksystem, das ist eins der, für mich persönlich jetzt erstmal eins der wichtigen Dinge, die ich haben will, weil ich dadurch eben die Anbieterkisten bauen kann und dann kann ich nämlich auch quer über die Basis irgendwelche Versorgungsstränge herstellen. So, aber was wir schauen wollten, hier Kanonengeschoss und das explosive Kanonengeschoss. Also für das Kanonengeschoss brauchen wir Stahlträger, Kunststoffstangen und Sprengstoff. Sprengstoff müssen wir auch erstmal herstellen und da brauchen wir Schwefel, Kohle und Wasser. Gut, Schwefel haben wir hier. Ich weiß nicht, ob ich die Schwefel nehme ich hier ab und nehme hier ab. Kohle habe ich nicht so weit oben. Könnte ich Kohle theoretisch noch höher ziehen oder ist das beendet? Also hier habe ich mir Platz gelassen, aber hier ist Plastik im Weg. Hier, das wäre nämlich jetzt zum Beispiel schon wieder so ein Ding für eine Anbieterkiste, weil jetzt liegt Kohle hier, Plastik liegt hier. Ich brauche allerdings beides. Also Kohle und Schwefel, gut, ich könnte natürlich hier was abzweigen und hier irgendwie was aufbauen in dem Bereich. Dann hätte ich Kohle, das würde ich hier rüber kriegen, das würde dann halt ein bisschen spaghetti-mäßig aussehen, aber das wäre dann halt so. Plastik könnte ich mir dann irgendwie, ja doch, das könnte ich mir dann so nach unten hinweg splitten. Das hätten wir dann auch. Hier brauche ich Schwefel, das kriege ich auch weg. Wasser kriegen wir hier auch hin, also Sprengstoffe wären mal kein Problem. Dann die Stahlträger und die Kunststoffstange darüber kriegen, auch das wäre eigentlich machbar, weil Stahl habe ich ja hier. Wird es halt ein bisschen eng. Aber wenn wir uns jetzt mal auf Schwefel und Kohle konzentrieren und... Moment, ich habe ja... Moment, Schwefel nehme ich hier oben weg, aber hier ist ja nur Schwefel. Schwefel und Motoren, genau, und die roten. Und sonst, gut, aber hier oben habe ich halt keine Kohle. Nee, hier habe ich halt nur hier unten, die endet ja quasi hier. Das heißt quasi, sie endet de facto hier. Ich kann sie jetzt hier noch ein kleines Stückchen nach oben und ich könnte hier hinten, wie gesagt, was aufbauen, indem ich hier mit Bändern durchgehe und mir hier ein bisschen Platz lasse und hier jetzt zum Beispiel, weiß ich, habe ich eine Fabrik? Halt hier. Nee. Eine Fabrik. So, indem wir zum Beispiel hier eine Sprengstofffabrik hinstellen. Wir Holz hier mal wegmachen. So, okay, hier soll Sprengstoff hergestellt werden. Das heißt, hier brauche ich Kohle und Schwefel.
bedeutet, Schwefel habe ich hier, müsste ich hier rüberleiten. Ungefähr ja, auf der Höhe. Kriege ich das jetzt einigermaßen schick darüber. Aber ein Chromo. Bitte ohne Musik. Was ist da los? Wie geht's, wie steht's? Also ich glaube nicht, dass ich hier mehr brauche. Ich habe übrigens verkehrt umgebaut. Normalerweise braucht man mehr Grüne wie die Rote. Allerdings haben wir ja 3100 Grüne übrig. Ja, mir geht's gut soweit. Ich bin hier schon wieder am Hirnen, wie ich es schön mache. Um Effektivität geht es nur teilweise momentan so. Also was ich auf jeden Fall machen muss, ist den hier weg und eins tiefer setzen, weil ich nämlich Plastik auf jeden Fall, Moment, hier ist sogar rot, ich brauche nicht rot. So, weil wir nämlich hier Plastik wegnehmen müssen, also so viel ist schon mal klar. Aber Moment, ich muss hier rot bauen, weil sonst wird ja nicht genügend nach gerade geschoben. Also das müssen wir wegnehmen, dann müssen wir Schwefel wegnehmen. Ich will mir hier Platz lassen, damit ich theoretisch eins weitergehen kann. Aber ich muss das, ja, also ich muss das nicht zwingend hier machen, aber das macht eigentlich schon Sinn, das hier zu machen, weil hier wird nie was anderes stehen. Weshalb es schon Sinn macht, hier die Produktion für die Waffen zu machen. Kunststoff und Stahl und die Sprengstoffe. Gute Sprengstoffe. Die könnte ich auch hier ausgeben und hier kommen sie rein. Wenn hier unten irgendwie entlang gehen, ja komm, ich mach das so. So, und zwar komme ich hier rein, hier rüber. Ich will hier reingehen. Hier rein. Kriege ich das hin? Also bin gerade am Überlegen. Also ich brauche Schwefel, brauche Stahl. Stahl hier rüberbringen ist jetzt nicht das Problem. Stahl könnte ich hier durchbringen. Dann würde das hier entlang laufen. Ich das jetzt so platziere zum Beispiel und es kommt von hier, Stahl kommt von hier, läuft hier hin. Mit dem Stahl einfach noch tiefer runter. Nicht, was ich hier gerade tue, ich überlege noch. Sieht das spaghettihaft aus, aber am Ende erfolgt sein. Am Ende ist es richtig. Am Ende kackt die Ente. So, Moment. Das wäre jetzt für. Will ich das jetzt für den hier machen? Dann hätte ich hier Kohle und Schwefel drauf. Ich brauche allerdings auch noch Kunststoff. Kunststoff bringe ich aber hier oben rum. Okay, dann muss ich Stahl auch hier oben rum bringen. Also bringe ich hier Schwefel. So, hier bringe ich Schwefel. Und hier bringe ich Kohle.
Hier bringe ich Kohle. Dann machen wir es wenigstens einigermaßen schön. Auch wenn das hier sehr schwierig ist mit dem Schön, aber dann könnte ich es nämlich so machen. Dann kann ich hier die Kohle abgreifen. Ja, genau. So, jetzt kann ich hier die Kohle drauflaufen. Dann laufen wir hier rüber. Und hier drauf. Jetzt hier einen langen Arm hinmach. Zwei lange Arme von mir aus und einen kurzen, der es hier ausgibt. Dann könnte ich hier jetzt. Ja, nee, verdammt, ich brauche noch Wasser. Genau, ich brauche jetzt noch hier Wasser. Läuft hier irgendwo ein Wasser? Ja, hier läuft tatsächlich ein Wasserrohr entlang. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir einfach ein bisschen Wasser weg. So, jetzt aber. Sieht doch ganz. Sieht mir ganz so schlimm aus. Gut, hier könnte ich natürlich mit einem Tunnel eventuell die Bänder noch erweitern, falls das nötig sein sollte. Hier hätte ich sogar noch Platz, zwei weitere Fabriken zu machen. Also, das wäre soweit okay. Jetzt hätte ich zumindest meinen Sprengstoff ready. Genau, Sprengstoff ready. Okay, und jetzt hier hinten eine Fabrik. Die sich den Sprengstoff wegnimmt, aber die auch. Moment, ich weiß gerade nicht, ob ich es vielleicht andersrum mache, weil eigentlich. Eigentlich komme ich ja hier oben rein. Nee, warte mal, wir machen das anders. Wir machen das so. Und hier lassen wir mal Platz für 1, 2, 3, 4, 5, falls ich 6. Falls ich erweitern will, Schrägstrich muss, erweitern wir das Ganze mal kurz. Moment, ich nehme den mal kurz weg. Dann kann der das Band leer machen, dann verschenke ich es nicht. So, hier machen wir zwei Fabriken davon. So, ihr holt euch den Sprengstoff hier rein. So, hier machen wir die Kanonengeschosse. So, und deswegen brauchen wir hier jetzt noch Kunststoffstange und Stahl. Und das soll hier oben reinkommen. Und hier habe ich mir ja schon Kunststoff weggenommen. Hier muss ich mal kurz einen roten Tunnel nehmen. Dann nehme ich hier rauskommt und nicht mehr Stahl so wegnehmen, dass ich das hier drauf kriege. Ja, das müsste gehen, oder? Boah, sind hier mittlerweile viele Tunnel, hä? Also Moment, ich muss hier drauf kommen. Das bedeutet, ich müsste hier einen roten Tunnel verwenden, der bis hier geht. Was Inventar voll. Na geil.
Was können wir rausschmeißen? Dich können wir loswerden. Dein Befel. Gut, Leichtbauteile brauche ich jetzt gerade aber auch nicht. Raketentreibstoff auch nicht. Oh, die Die muss hier raus, bitte. Schwere Rüstung brauche ich mir. Auch das. Das hier bitte raus. Brauche ich nicht. Brauche eigentlich auch keine Logistikroboter. Das brauche ich alles nicht. So. Jetzt haben wir wieder Raketentreibstoff an Bord, das wir nicht brauchen. So. Also, das wäre jetzt mal geregelt. Jetzt kann ich nämlich, ich muss hier wegsplitten. Das heißt, eigentlich müsste ich ja sogar auf den hier laufen. Aber gut, das wird schwierig. Ich kann hier splitten. Weil den kann ich hier hinsetzen. So. Splitten wir mal kurz hier. Könnt auch hier unten. Ja, ich kann auch hier unten entlang gehen. Das würde auch funktionieren. Sogar mit einem gelben. So, aber jetzt hier mit einem roten. Da kommt nämlich dann hier raus, genau. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und das passt, das passt. Okay, ist doch noch alles in grün. Sieht gar nicht mal so wild aus. Aber hier sind ein paar Tunnel. Sind nicht so viele hier, aber ein paar haben wir hier. So genau. Ich nehme euch das mal kurz weg. Oh ja, gut, das ist Stahl. Ich will eigentlich nur, dass der das Band leer macht und dass es effektiv ist, auch wenn das Bullshit ist und ich es einfach abreißen könnte. Ich reiß jetzt einfach ab. So, rein da. So. Genau, jetzt kommen nämlich hier die Bänder raus. So. Okay, jetzt kommen die nötigen Materialien hier raus. Und dann können wir hier das hier ausgeben. So, und jetzt müssen wir noch die hier machen. Die brauchen das. Die brauchen dasselbe, die brauchen nur Sprengstoffe. Dann kann ich ja jetzt einfach. Sie hier hinsetzen. So genau. Und hier halt. Und hier kann ich jetzt das Ganze rausnehmen und hier kann ich es rausnehmen. In eine Kiste, aber bitte in eine rote. 1, 2. So, rote Kiste. Begrenzen auf, keine Ahnung, 3. Ja, auch auf 3 begrenzen, so. Das ist auch etwas länger gedauert, wie ich gedacht habe, das zu planen, aber im Moment hier bitte die hier. So, genau. Ihr braucht jetzt noch die roten. Muss natürlich einheitlich aussehen, logisch. So, jetzt aber. Puh. Also es ist nicht die mega Herausforderung gewesen, aber das hier jetzt so reinzuquetschen,
sagt, hier, das kann ich natürlich jederzeit verlängern, sodass ich hier theoretisch noch eine Fabrik reinbauen könnte, falls ich eine brauchen würde. Aber wir haben hier von allem eigentlich genügend da. 6.000, 2.000, 3.000, 3.000. Achso, das sind kleinere Kisten. Außer von Gelb. Gelb ist ein bisschen wenig da, aber da brauchen wir jetzt auch nicht optimieren. Denn so viel haben wir jetzt gar nicht mehr zu forschen. So. Okay, dann kann ich mit dem Panzer nämlich jetzt die Probleme hier... Was, haben wir keinen Platz mehr? Ehrlich? Dann bauen wir nochmal schön zwei Lagerkisten. Ja, weil dann fahre ich geschwind raus, weil schaut mal, was sich hier sammelt. Machen wir das Nest kurz in Anführungsstrichen weg, weil das triggert die ganze Zeit. Dann fahren wir hier rüber, machen die Nester weg. Weil die triggern auch die ganze Zeit. Ist schon eine halbe Stunde rum für so ein bisschen Ding bauen. Hier muss ich dann mal gucken. Hier, das hier können wir wegnehmen. Das sind aber, glaube ich, nur Würmer. Trotzdem können wir da mal vorbeifahren. Das Nest, weil hier sind wir schon wieder live bei einem Angriff dabei. Wir kommen. Okay, fast nur Spucker, jetzt kommt auch mal ein normaler. Aber ihr seht, die werden noch relativ easy abgewehrt. Aber trotzdem kann man ein bisschen aufräumen. Hier warten schon die nächsten, damit die nicht immer ständig angreifen. Und dann kümmern wir uns, wie angekündigt, mal um den Ausbau von unserer Patrick 1. Weil hier müssen wir noch ein bisschen Strom und alles möglich. Das muss ich wahrscheinlich auch ausbauen. Da muss ich mich dann noch ein bisschen reinfuchsen. So, jetzt schauen wir mal, wie viel haben wir schon. 24, gut, das ist jetzt noch nicht so Bombe. Aber gut, die laufen natürlich jetzt auch nicht durch wie Harry. Hier haben wir 29. Wir kümmern uns erstmal ein bisschen um die Raumplattform. Dann kann nämlich nebenher noch ein bisschen machen. Wir haben jetzt noch 3 Minuten, also brauchen wir jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. So, hier liegt jetzt das Zeug drin, was ich loswerden wollte. Okay, alles klar. Was haben wir hier noch drin? Ach, ich wollte auch noch ein bisschen... Ja, dann machen wir das, quetschen wir das nicht mehr rein. Wir machen jetzt so ein bisschen Bodenausbau, ein bisschen Laufstrecke. Weil das wollte ich ja hier noch machen. Hier rüber. Hier runter. Okay, hier runter stimmt, aber hier stimmt was nicht. Okay, hier stimmt was nicht, ja. Hier habe ich mich verbaut. Müssen wir wieder abbauen, weil hier kommen ja noch Rohre hin. So sieht das Ganze doch schon besser aus. Hier unten waren wir ja schon, genau, hier waren wir schon, hier haben wir ja auch ein bisschen... Und wir können hier einen Weg rüber machen. Im Prinzip. Ja. Machen wir das mal hier hoch. So eine Basisverschönerung betreiben. Das auch. Sprengstoffe haben wir geschafft, haben wir geforscht. Das hier, das passt aber auch nicht. Also passt schon, aber das machen wir mal so. So. Passt das vom Weg her auch wieder. Ja. Hier können wir vielleicht noch ein bisschen runtergehen. Einen kleinen Weg. So. Können wir uns nämlich hier auch ein bisschen flotter fortbewegen. Ah, hier hinten haben wir ja noch. Hier haben wir ja noch Ziegel verbaut. Wie, kein Beton? Ach nee, schon fertig. Okay, war nicht mehr viel Ziegel. Hier ist aber alles in Ordnung, oder? Jawohl. Ah, hier haben wir auch noch ein paar Ziegel.
bis vor an die Front. Hier oben noch ein bisschen lang. So, jawohl. Ah, hier haben wir auch noch Ziegel, um Gottes Willen. Kein Beton mehr. Wahnsinn. So, die bitte weg. Okay, dann sind wir jetzt bei den 30 Minuten angekommen. Ich wollte in der Folge eigentlich schon mit der Plattform anfangen. Das machen wir aber jetzt in der nächsten Folge. Ich werde jetzt die Nester wegnehmen. Das nehme ich jetzt nicht für euch auf YouTube auf. Also wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr mal beim Livestream vorbeischauen. Jetzt dürfen wir dann demnächst genügend Granaten haben. Dann fahren wir jetzt einmal um die Basis rum, machen die nächstliegenden Nester weg. Es ist leider immer noch kein Uran aufgetaucht. Das mache ich vielleicht auch noch. Ich fahre mal hier rüber und deck mal hier auf, weil ich will wissen, ob hier irgendwo mal Uran auftaucht, das ich auch verwenden kann und nicht nur diesen kleinen Bullshit hier, damit wir da auch mal vorankommen, weil sonst kriege ich nämlich irgendwann definitiv Stromprobleme. Aktuell sieht es gut aus, braucht nicht so viel, aber es steht auch einiges. Uns wird gar nichts mehr produziert. Ja, so ist der Plan. Also dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Da kümmern wir uns mal da um die Plattform und ich mache jetzt ein bisschen Nester verbrennen. Also bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.